Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Minecraft Mark und zur Reiskocher-Folge, wie ich diese Folge jetzt hier nennen werde. Wer sich frage, wo kommt dieser bescheuerte Name her und was ist das für ein Hintergrundgeräusch? Naja, sagen wir mal so, falls ihr irgendetwas im Hintergrund hört, dann ist das wahrscheinlich der Reiskocher, denn momentan bin ich ja immer noch voll am Vorproduzieren des Todes, damit ich irgendwie Videos habe für die Zeit der Gamescom und was weiß ich was und Varo wird auch sicher irgendwann mal vorbei sein. Und einfach so, ich habe überhaupt keine Ordnung und was weiß ich was. Und deswegen lade ich einfach weiter hoch und habe hoffentlich viel Spaß dabei. Jetzt habe ich mir gerade gesagt, yo, es ist jetzt Abendessenszeit. Und ich hau mir jetzt einfach nur Reis in den Reiskocher rein. Und benutze jetzt einfach die Zeit, bis der Reis fertig ist, um eine Folge Mark aufzunehmen. Das ist doch nice, oder? Ja, vielleicht kurz, ich fliege hier mal rum und gucke, ob es irgendwelche Veränderungen gibt. Ich denke, das hat inzwischen jeder verstanden. Ich lasse es trotzdem mal stehen. Oh, Paluten hat sich einen Eingang gebaut. Naja, weiß man nicht. Vielleicht hat er auch einfach nur seinen Baum hier ausgebaut. Weiß man nicht ganz genau. Mark ist eh momentan so ein bisschen eine Flaute. Wie gesagt, das ist, wenn ich dieses Video aufnehme, gerade noch mal Produzierzeit für Mark. Ja. Ich denke, das können wir mal vom 4.5. inzwischen ein kleines bisschen abreißen, würde ich sagen. Es ist momentan, wenn ich dieses Video aufnehme, immer noch Varo-Zeit. Frag mich nicht, ob die jetzt schon vorbei ist, wenn das Video hoch ist oder was weiß ich was. Ich habe jetzt auch die erste Klausur durch und die auch schon bestanden. Yay. Man kann also doch irgendwie YouTube und Studium verknüpfen. Auch wenn die Klausur ziemlich hart war, habe ich es überlebt. Fuck yeah. Und so viel genug Raylife-Gelaber interessiert hier eh kein Schwein. Wir beginnen, sonst ist der Reis nämlich fertig. Ich habe keine Ahnung, wie diese Folge lang wird. Noch höre ich nichts im Hintergrund köcheln. Ich habe ihn gerade erst vor 2 Minuten quasi angemacht. Hoffen wir mal. Das ist soweit hier alles tot. Ja. Deswegen weiß ich natürlich auch nicht, wie sich das mit den Displays verhält. Weil es gibt ja irgendwie Display. Das ist es nicht. Item. Boah, finde ich das auf Anhieb, ist die große Frage. Ich glaube, ich bin besser dabei, wenn ich einfach Advanced eine. Okay, damit komme ich eh nicht. Advanced. Hä, wie heißt denn dieser Mod eigentlich? Mit dem ME-Zeug. Applied Energistics. Oh, ich bin Vollidiot. Applied Energistics. Okay, da haben wir sie schon mal. Und da gibt es ja. Boah. Jetzt müsste man noch Ahnung von dem Scheiß haben, ne? ME Crafting Thermal Conversion Monitor ist auch nicht das, was wir brauchen. Panel. Storage Monitor. Storage Monitor ist es, glaube ich. Und da braucht man ja eigentlich nicht viel. Außer halt immer so einen Prozessor und das bedeutet, man braucht immer so einen. Und die sind jetzt nicht ganz billig, da könnten wir uns auch mal neue machen oder bei Early klauen. Aber heute habe ich ein bisschen was anderes vor, denn ich muss dringend mal meine Herzen aufbessern. Wir sind ja jetzt bei Tier 5 angekommen und werden jetzt viel mit Trankebrauerei machen. Und in der halben, kurzen, keine Ahnung, vielleicht auch 20-minütigen Folge, kommt ganz drauf an, wie viel Zeit sich jetzt der Reiskocher lässt, wie gesagt, möchte ich Basti beklauen. Deshalb möchte ich ihm etwas klauen, was quasi abgesprochen ist, dass ich ihm klaue. Und zwar Herzen. Genau so. Oh, jetzt köchelt es schon im Hintergrund. Heart. Heart? Ja, genau. Die möchte ich ihm nämlich klauen. Ist mehr oder weniger abgesprochen, dass ich sie ihm klaue. Klauen wir ihm 10, wir klauen ihm nur die Hälfte. Ist mehr oder weniger abgesprochen, dass ich sie ihm klaue, weil. Ich klaue ihm doch 15. Komm. Ich habe keine Lust, jetzt so viele Wither zu töten, weil er die von den ganzen Bosskämpfen übrig hat und er hat dann auch gemeint, ja, kannst du mal haben, wollten wir eigentlich schon vor Ewigkeiten mal machen, aber irgendwie ist das immer untergegangen. Ich bin kurz davor, 20 zu klauen. Nein, ein bisschen Eigenarbeit muss auch irgendwie dabei sein. Wir werden jetzt noch ein paar Wither töten in dieser Folge, dachte ich, damit ich endlich mal die Hard-Container voll bekomme, weil, ja, wir können mal hier zählen, 1, 2, 3, 4, 5. Also wir haben genau die Hälfte. Und für Hardkanister, Dankeschön, braucht man ja hier jeweils die einzelnen. Das heißt, wir brauchen jetzt 15 von denen. Dafür brauchen wir 15 rote Herzen. Aber die können wir jetzt quasi dadurch herstellen. Das heißt, das ist jetzt gerade, was ich mache, richtig bösartig, weil ich gerade High-Level-Boss-Herzen auf scheiß normale rote Herzen reduziere. Ich habe aber einfach, momentan ist es einfacher für mich, Wither zu töten, als Haufen von anderen Monstern und den Rest haben wir alles da. Das heißt, wir werden jetzt erstmal 15 normale Herzcontainer herstellen. Das ist der Plan und dann sehen wir weiter. Also Hard-Container. Guck, wir haben auch schon 6 gelbe Herzen. Das heißt, wir werden tatsächlich gar nicht so viel benötigen. Oh, ich hätte sogar eins zu wenig. Ach, egal. Haben wir noch eins übrig, können wir irgendwie
dem Friedrich schenken, dann hat er auch irgendwie eins mehr. So, brauchen wir erstmal 15 von denen hier, die haben wir garantiert. Das hier muss ich mir irgendwie herstellen. Braucht man Tin für 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wow, es köchelt, Leute, es köchelt. 10, 11, oh, 11, 12, 13, 14, 15. Hat der Tin gerade irgendwie gereicht. Ich glaube, ich habe auch wirklich viel zu viel Tin. Jetzt brauchen wir als nächstes 15 von denen hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich weiß gar nicht genau, ob wir überhaupt genug Äpfel im System haben. Aber ich hoffe einfach mal. Die haben übrigens auch ziemlich coole Eigenschaften, diese Äpfel. Man kann die auch essen und so weiter. Da kommen eigentlich ganz coole Dinge bei rum. Jetzt brauchen wir noch 15 hier zusammengesetzte. Ich baller die mal alle ins System rein. 10. 15. Cool. Hat also irgendwie funktioniert. Ich wüsste zu gern, wie viel Tin ich habe. Viel. Und wie viel Necrotic Bow. Da hatten wir gerade so genug. Cool. Auf jeden Fall kann ich jetzt hier hingehen. Das ist nicht hier, das ist hier. Genau. Und mein Leben erstmal auf 10 hochstacken und als nächstes quasi für den nächsten Tier von Hartkanistern, den man auf jeden Fall noch herstellen kann und den ich auch haben möchte. Okay, mein Reiskocher macht gerade wirklich verrückte Dinge. Brauche ich jeweils einen Notch Apple, also Haufen an Gold. Und ja, tatsächlich einen Notch Apple. Junge, was macht mein Reiskocher gerade? Er verwirrt mich. Und jeweils so ein Herzkanister. Das heißt, wir brauchen jetzt als allererstes erstmal noch 4 Herzen. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal noch 4 Wither töten. Okay, mein Reiskocher ist wohl gerade im High-System, könnte man sagen. Der ist gerade richtig am Abgehen. Das heißt, 4 Wither. Das heißt, wir brauchen mal hier Crystal. Diese zwei hier, mein Pew Pew und den hier. Und wir brauchen Wither Skulls. Einer das, 1, 2, 3, 4 Wither und dann brauchen wir noch Soul Sand. Brauchen wir einen Stack, damit wir da genug haben. Und dann sollten wir eigentlich alles haben, was wir dafür benötigen. Cool, man sieht jetzt auch schon meine Herzen, die sind jetzt voll aufgeladen. Weil es ist einfach der Hintergrund, wir werden uns in Zukunft, weil wir ja in Blood Magic nach wie vor natürlich weiterkommen möchten, werden wir uns demnächst mit ziemlich starken Gegnern anlegen. Und ich möchte ungern mit weniger als 30 Herzen da reinlaufen, weil eigentlich sind wir super geschützt durch unsere Blutrüstung, aber also es werden tatsächlich Gegner kommen, die können uns jetzt einfach mal, ich schätze mal, mit normalen Herzen mit 4 Schlägen töten oder sowas. Also etwa auf der Mächtigkeit von einem Basti, könnte man sagen, sind die Gegner. Ich überlege gerade, eigentlich echt, jeder von diesen Gegnern ist eigentlich so stark wie Basti. Und davon töten wir vielleicht 50 bis 100 Stück. Das habe ich auch im Singleplayer schon ausprobiert, das funktioniert auch und das geht mit ziemlich heftigen Tränken und auch basierend auf der Tatsache, dass diese Viecher mir die Rüstung nicht ausziehen. Ja, das ist nach wie vor ein sehr trauriges Item, aber ich komme vielleicht ein bisschen mit klar. Okay, also wir scheinen alles zu haben, deswegen reisen wir mal dorthin. Übrigens, wer an Mistcraft interessiert ist, da wird es auch bald News geben, weil ich mich mit Mistcraft tatsächlich ein bisschen beschäftigen muss für eine Sache. Ist so, habe ich schon nicht ausgesucht. Wurde mir in die Schale gelegt, in die Liege, meine ich. Okay, also hier haben wir den Stuff, mein geiler Wither-Kampfraum. Fun Fact hier noch mit ungedroppten Items, weil wir einfach so hier rausgegangen sind. Diese Lava hier nervt mich wirklich des Todes. Deswegen werde ich einfach mal versuchen, sie irgendwie effizient zuzubauen. Ich weiß, dass der Wither sie eh wieder hochjagen wird. Aber, naja, kann man nichts dran machen, ne? So, jetzt sollte eigentlich mehr oder weniger der Schlüssel hier aufhören, scheiße zu sein. Okay, gut. Dann würde ich sagen, spawnen wir die Wither, weil mein Reis ist, glaube ich, schon bald fertig. Sobald er fertig ist, ist die Show vorbei hier. Und machen ganz schnell. Was ist ein Pew Pew? What the fuck? Boom, okay. Gut. Hey, Dude. What's going up, Dude? Cool, der hat sogar einen Solarhelm. Okay, geh hoch. Aua. Boah, der hat mir ein ganzes Herz geklaut. Ich sehe ihn gerade gar nicht. Dieser Wichser hat das Licht ausgemacht. So. Wow. Das wollte ich jetzt gerade nicht mit dem Dinger machen, weil da war das Risiko mir zu hoch, dass ich... Was? Der Reiskocher ist schon fertig. Leute. Ich mache jetzt keine 10 Minuten. Wir töten schnell noch alle Wither. Meine Güte. Dann machen wir die Herzkanister das nächste Mal. Aber ich möchte zumindest jetzt noch das schnell fertig haben. WTF. Reis in 10 Minuten. Das Ding braucht normalerweise doppelt so lange und ich habe jetzt nicht wenig Reis gemacht. Ich hatte Hunger. WT, fuck. Komm, gib ihm. Danke.
Wo ist das Ding? Hier ist das Ding. Ich bin halt echt auf diese gelben Herzen aus und die Nether Stars, naja, die nehme ich auch mit. Und noch einer, weil es so viel Spaß macht. Das ist echt krass, ne? Also diese WTF-Boom-Waffe erpuppt sich halt doch als wirklich hilfreich. Vor allem guck mal mein Blut links an. Wir sind einfach inzwischen vom Mächtigkeitslevel so weit, dass es einfach scheißegal ist. Wie viel Schaden macht mir das eigentlich, wenn ich direkt nebendran bin? Wow, ganze 2 Herzen. Ja gut, es gab auch mal eine Zeit, da waren wir verwundbar. Solange ich meine Rüstung nicht verliere. Boah. Und dann einfach so mit dem Schwert getötet. Läuft bei uns. Habe ich das Herz? Ja, habe ich. Okay, dann noch ein einziger. Und dann beende ich diese Folge. Voll früh. Das ist wahrscheinlich die kürzeste Folge Mark, die ich in meinem Leben je aufgenommen habe. Aber muss doch auch mal sein, oder? Ich bin kurz versucht, den mit dem Schwert mal zu töten. Ich habe noch nie nur den mit dem Schwert getötet. Ja, ich mache einfach mal, oder? Mal sehen, wie lange das dauert. Boah, mein Schwert ist aber auch ganz schön mächtig, muss ich sagen. Ja, das Schwert macht auch ganz gut Schaden. Aber es macht keinen Spaß, immer zielen zu müssen. Cool, von welchem Schaden ist denn der jetzt gerade gestorben? Das habe ich alles eingesammelt? 4 Herzen, ja genau, die 4 glaube ich, die ich noch brauche. Auch 4 Sitchels, na gut, die dumpen wir ins System rein. Ja, nice. Ich denke, das war's auch schon wieder. Cool, dann gehen wir noch ganz schnell wieder zurück. Und dann war das eine echt kompakte Folge Mark. Aber halt eine Reiskocher-Folge. Also eigentlich habe ich jetzt schon 4 Minuten überzogen. Fand ich einfach mal eine random Idee. Und wie ihr wisst, ist mir mit auf YouTube momentan das Allerwichtigste. Einfach cool, lustige Ideen, coole Dinge umzusetzen. Denn um kommerziell und viel erfolgreich zu sein, da habe ich leider die falsche Entscheidung gemacht. Muss man einfach mal so sagen. Und deswegen möchte ich einfach in Zukunft einfach noch viel cooleren Stuff machen. So, habe ich ja schon ewig drüber gesprochen. Jetzt kann ich aber sagen, dass wir jetzt, wenn ich Hard eingebe, 10 von diesen Hard-Kanistern haben. Und im nächsten Mal, wir haben jetzt auch 4 Netherstars, okay. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe momentan gar keine Netherstars mehr im System drin, oder? Nee, gut, also das sind jeweils irgendwie 100 Millionen Energie oder so, wenn man die mal umformen würde, was ich nicht vorhabe. Wie viele Diamanten? Alter, 1500 Diamanten. Ich weiß, dass viel davon geklaut ist, aber trotzdem. Ja, wir können uns mal hier noch schnell einen Stack Goldblöcke machen. So. Den werden wir so oder so brauchen. Wir werden sogar noch ein bisschen mehr brauchen, fällt mir gerade. Wir machen noch mal einen Stack Goldblöcke. So. Jetzt haben wir irgendwie nur noch 191 Gold, aber dafür jetzt 128. Das ist mir scheißegal. Wir sehen uns in der nächsten Folge, liebe Leute. Eine kurze Folge, eine krasse Folge. Und das nächste Mal machen wir unsere Herzkanister voll, damit wir endlich mal ein bisschen mehr Gesundheit haben. Und jetzt sind wir schon bei 20 Herzen. Das nächste Mal sind wir dann bei 30 Herzen. Und dann fangen wir an mit der Brauerei, was sicher auch eine ganz lustige Erfahrung wird, was ich so in der Form so exzessiv auch noch nie getan habe. Also in diesem Sinne, Dankeschön fürs Zusehen und bis zum fucking nächsten Mal. Tschüss.